In einem bei Imam Muslim tradierten Hadith überliefert uns Aisha radiallahu anha, die Mutter aller Gläubigen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam an einem heißen Tag in Medina in seinem Haus saß. Er hatte angenehme Kleidung an und saß auf dem Boden, als es an der Tür klopfte. Es war sein treuer Gefährte, Abu Bakr radiallahu anha. Er kam rein und setzte sich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Doch der Prophet rührte sich nicht von seinem Platz und richtete seine Klamotten nicht zurecht. Nach einer gewissen Zeit klopfte es wieder an der Tür und es kam Umar radiallahu anha. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam blieb erneut auf seinem Platz und rührte sich nicht. Das dritte Klopfen, der dritte Gast. Dieses Mal war es Uthman ibn Affan radiallahu anha. Doch wie reagierte der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesmal? Er sagte zu Aisha radiallahu anha, sie soll ihn nicht hereinlassen. Er soll warten. Der Gesandte Allahs richtete sich von seiner gemütlichen Sitzlage zu einer normalen auf. Er rückte seine Klamotten zurecht und ließ ihn hinein. Als die Gäste sich nach einer Weile verabschiedeten, packte Aisha radiallahu anha die Neugierde. Wie kann es sein, dass bei Abu Bakr radiallahu an und bei Umar radiallahu an der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weder seine Sitzhaltung noch seine Klamotten zurechtrückte? Welchen Grund hatte es? Welche Weisheit steckte dahinter? Sie konnte es nicht verstehen. Ja, Rasulallah, erzähle es mir. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, Aisha, wisse, dass die Engel Scham vor Uthman haben. Wie kann ich dann keine Scham vor Uthman haben? Was für eine gewaltige Ehre für Uthman radiallahu an. Die Engel und Rasulallah sallallahu alaihi wasallam haben Scham vor ihm. Meine lieben Geschwister, was muss dieser gewaltige Sahabi getan haben? Hat er Waisen gespeist? Eine hohe Summe gespendet? Nächtelang im Gebet verbracht? Ohne Zweifel hat Uthman radiallahu an diese Dinge auch gemacht. Diese Frage haben sich auch die Menschen in Medina gestellt. Denn wie ein Lauffeuer machte sich das Ereignis in Medina breit. Alle redeten darüber, Uthman radiallahu an. Der Mann, vor dem die Engel und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Scham zeigten. Sie überrumpelten ihn mit Fragen, was denn sein Geheimnis sei. Doch er war bescheiden. Ich mache nicht mehr als ihr. Doch sie ließen nicht locker und blieben hartnäckig, bis er diese gewaltigen Wörter aussprach. Es könnte nur eine Sache sein, und zwar, dass ich vor den Menschen und vor Allah subhanahu wa ta'ala der gleiche bin. So wie ich zu Hause vor meinem Herrn bin, so bin ich auch vor den Menschen. Ich habe Sehnsucht danach, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Vielleicht ist es das, warum die Engel sich vor mir schämen. Allahu Akbar! Wir leben heute in einer Maskengesellschaft. Die Reichen und Schönen in der Gesellschaft, wenn sie vor der Kamera stehen, dann zeigen sie ihre Schokoladenseite. Denn sie werden von der ganzen Welt beobachtet. Ist die Kamera einmal aus, zeigen sie ihr wahres Gesicht. Es ist eine Krankheit, die auch uns Muslime befallen hat. Sind wir unter Freunden und Familie, dann zeigen wir uns von der besten Seite. Immer ein Lächeln aufgesetzt. Großzügig, respektvoll, hilfsbereit. Denn die Menschen sollen Gutes von uns denken. Doch wie sieht es in deinen vier Wänden aus? Bist du auch so großzügig zu deinen Eltern, wenn keiner dich sieht? Zeigst du deinen guten Charakter auch deiner Frau und deinen Kindern? Meine lieben Geschwister, wir leben gefährlich, wenn wir auf zwei Hochzeiten tanzen. Du magst dich sicher fühlen in deiner Welt, die du dir aufgebaut hast. Doch ist es nicht Al-Basir, der Allsehende, der all unsere Taten 24 Stunden beobachtet? Ob zu Hause, auf der Arbeit, in der Schule oder wenn wir mit Freunden sind? Also was soll diese Doppelmoral? Es ist doch heuchlerisch. Allah subhanahu wa ta'ala beobachtet mich doch sowieso. Wir sollten ein Bewusstsein entwickeln, indem wir uns dauerhaft von Allah subhanahu wa ta'ala beobachtet fühlen. Erst dann werden wir unsere falsche Maske ablegen.